Okay, ich habe mich dagegen entschieden. Ich werde jetzt nicht nochmal quitten. Ist das euer verdammter Ernst? Wir müssen jetzt für so eine verrückte, verdammte Göre Pizzazutaten finden. Pizzazutaten. Alter, bestell doch irgendwie bei... weiß nicht. Was gibt's denn da für Pizzaladen? Warum fällt mir jetzt keine ein? Telepizza. Jawohl, endlich ist mir was eingefallen. Junge, aber warum muss ich mir für solche Leute die scheiß Drecksarbeit machen? Also ja, irgendwie kann ich es verstehen wegen... ja, mach mal was, damit du was zum Spielen hast. Aber warum mit so solchen Vollidioten? Also jeder in diesem verdammten Spiel ist ein Vollidiot. Kommt mir so vor. Ich wette du so, hey Tina, warum sagst du dazu Pizza? Weil man Pizza überall hin liefern kann, Shorty. Und die Leute so, oh, ist das eine Pizza? Prächtig. Und jetzt husch, Trinkgeld gibt's nicht. Und dann ich so, kein Trinkgeld, komm, komm, Lutscher. Pizzas öffnen Türen, das ist, was ich sagen will. Ich kann mich nicht mehr ernst nehmen. Warum spiel ich das, Alter? Wieso sind alle so verrückt und wieso sterbe ich wieder? Ach, weil ich eine Granate geworfen habe und dann selbst getroffen wurde. Ja, geil. Ich selbst bekomme ja nicht mal Friendly Fire. Ja, zumindest kann ich treffen. Das Einzige, was hier irgendwie noch gut ist, ist das Gameplay. Aber ich werde die ganze Zeit gefickt. Oh, oh, Alter. Das ist halt immer noch die geilste Waffe hier in meinem Set, weil das so eine kleine MG ist. Und wieder hatte ich nicht genügend Zeit. Ey. Lass uns jagen. Und dann ist die Musik immer so ultra laut. Der Tod würde mich aufhalten. Was war das? Entschuldigung Leute, ich habe ja vergessen, dass das ja keine Pizza ist, sondern eine Bombe, nur in Form einer Pizza. Meine Nerven, sie platzen gleich. Alles in diesem Spiel ist so verrückt. Und nicht mal auf so eine lustige Art irgendwie. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der das irgendwie nicht so witzig findet? Hab ich irgendwie den Humor verloren? Oh, Schinken. Meinem Kumpel zu Ehren. Dem Mann. Sir Hemlock. Weißt du, manche Leute mögen keine Zwiebeln. Aber denen sag ich, sag das nie wieder zu mir. Zwiebeln sind der Hammer. Der Hammer! Okay, ich brauche eine Flasche Nitroglycerin. Bei uns heißt das Soße. Ohne Soße kann man keine bombige Pizza machen. Oh. Wirklich? Irgendwo hier muss ein Soßenlager sein, Shorty. Wenn ich gleich wieder durch halb Mexiko laufen muss, dann habe ich auch keine Lust mehr. Okay, wir müssen nur irgendwelche Kisten hier, also solche DHL-Pakete untersuchen.
Ja. Alle guten Dinge sind drei. Sieht mehr aus wie Cola. Ach, so eine Amerika XXL Variante. Gut gemacht, mein tapferes kleines Helferlein. Treffen wir uns, dann setzen wir die Pizzabombe für meinen süßen Hemmilock zusammen. Ich hab auch keine andere Wahl. Wie komme ich überhaupt hier raus? Fährt sich das Ding noch irgendwie hoch? Ja, okay. Ich dachte schon, ich werde hier verhungern. Andererseits finde ich es immer noch besser. Aber bitte, bitte, jetzt mach nicht diesen Move wie bei anderen Spielen, dass irgendwie jetzt die Gegner kommen müssen. Genau das hasse ich immer. So, du willst wieder zurücklaufen oder kommen natürlich Gegner. Ich renne einfach durch, ist mir jetzt egal. Ich mach den Warframe-Trick. Ich skipp euch einfach. So, jetzt mach. Geil! Diese Bombe ist, wie man in meinen Kreisen so sagt, scheiß laut. Das ist immer noch so eine epische Musik im Hintergrund. Da kommt einer. Das soll deine Pizzabombe sein. Und weil du deinen Job so toll gemacht hast, werde ich dich befördern. Du bist jetzt Pizzalieferant. Wie weit? Na, geht ja noch. Ach komm, machen wir das schnell. Ja. Laber mich jetzt hier nicht voll. Ich muss meinen Job tun. Zeit für die Jagd. Ich sprint jetzt einfach hier durch, dann hab ich's. Ich hab jetzt auch Bock auf eine Pizza. Warum esse ich? Alles klar. Meine Speziallieferung ist unterwegs, Bubu, okay? Bleib locker. Ab jetzt Ego-Stimme. Das wollte ich schon immer mal sagen. Ah, zum Glück habe ich überlebt. Ah ja, ach, come on. Ich bekomme noch wieder eine... Oh, ich bekomme noch wieder... Was ist jetzt los? Nein, nicht Bosskampf. No, Gwen. Und Talon. Mit dem Vogel. Ach, ist das der Vogelmann, okay. Oh. What? Ich kann nichts sehen. Ich wäre sicher! Was killt mich? Ich kann Leih nehmen. Ja. Ich glaube, ich mache aus diesem Part einfach zwei Parts. Das ist ja schlimm. Ach, keine Munition mehr. Willst du mich eigentlich veräppeln? Ich glaube, ich bin wirklich kurz vom Burnout. Wieso habe ich jetzt schon wieder keine Munition? Wo war Nahkampf nochmal? Ach, V war das. Ja, V war das. Ach, stirb doch einfach. Nein, natürlich tut er es nicht. Die einzige Reaktion, die ich immer wieder habe, ist stöhnen. Schön, dass du wieder da bist. Weil mehr kannst du zu dieser Scheiße auch nicht sagen. Die werden Millionen Gegner auf die Fresse geklatscht. Dann in Effekte vollgefallert. Ich glaube, nicht mal Warframe hatte so viele Effekte, obwohl da so viele Leute 100 Fähigkeiten auf einmal spielen konnten. Und dann stirbst du mal 2 Sekunden später.
Das ist doch mal was! Wer lebt denn da noch? Jetzt ein fucking Geschütz. Tina, bist du bereit? Oh, es ist Zeit! Es ist Zeit! Es ist Zeit! Es ist Pizza-Lieferzeit! Kami, Kami, es ist Zeit! Bring mir Sing-Sang. Ja, ja, bring uns runter. Bring es hinter uns. Schieß auf die Pizza! Na los, tu es! Tu es, 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 tu es! Jetzt halt die Klappe! Oh, Kamikammerjäger! Du gehörst jetzt offiziell zum Hemilok-Rettungsteam. Jawohl. Ei, neue Beförderung, eh? Du Sehr gut, ein Kammerjäger! Sir Hammerlock, tapfer, kultiviert, abenteuerlich. Roden, sadistisch und irgendwas anderes, was ich eigentlich auch nicht hören will. Oh no. Sie machen doch noch einen Bossgegner. Aber wie gesagt, bringen wir es hinter uns. Die Hälfte des Lebens haben wir ja gleich. Schündlich deine Mutter ficken. Hat er gerade gesagt? Das habt ihr gar nicht gehört. Aber ich glaube, dieser Bosskampf ist irgendwie auch einfach. Ja. Ja, der ist viel, viel einfacher. Vielleicht sollte ich das immer machen. Erstmal ruhig sein und dann den Boss töten. Die meisten Waffen kann ich mir nicht spielen, weil sie wieder zwei Level über mich sind. Aber ich sammle sie trotzdem mal auf. Als ob da immer noch einer lebt. Bestimmt kannst du auf irgendwas schießen, um den Käfig runterzulassen. Lass mich erstmal den Typen wegballern. Ich bin frei! Dann, Kammerjäger. Alles in allem geht's mir gar nicht so schlecht. Ich bin froh, dass Wainwright dich geschickt hat. Was Sag meine mal, willst du nicht aus dem Käfig gekommen? Leider muss ich berichten, dass diejenige, die mich für die Jacobs Corporation an diese elenden Calypso-Zwillinge verkauft hat, diese faulige Kreatur war meine eigene Schwester, Aurelia Hammerlock. Warum sie mich an den Kult verkauft hat? Tja, sie hasst mich eben. Das war schon immer so. Es gibt kein stärkeres Band als die Familie und wenn das gebrochen wird, keinen größeren Schmerz. Familie ist nicht Blut, sondern mit wem du jagst. Meine Bestien sind meine Familie. Hm, in der Tat. Ich werde mich hier einen Moment ausruhen. Wir sehen uns beim Jagdhaus. Jetzt, da meine Sicherheit sicher ist, hat Wainwright bestimmt Pläne in Aktion gesetzt, seinen Familiennachlass zurückzuerlangen. Ich bin froh, dass wir das endlich vorbei haben. Okay, Leute. Wir beenden hier den Part. Tut mir leid nochmal wegen dem Rage, aber Alter. Ich kann bald nicht mehr. Das ist kein Wunder, dass ich dann kaum diese Parts kommen, wenn mir das Spiel immer diese Scheiße vorwirft. Aber okay. Haut rein.